Salognir, Sil Grodova Ulzen. Langsam. Ich weiß nicht, was vor sich geht. Warten wir ab. Was ist schlimmer als ich dachte? Ich schulde euch einige Antworten, nicht wahr? Nur zu. Was immer ihr wissen wollt, ich verheimliche euch nichts. Ich bin eines der letzten Mitglieder der Klingen. Vor langer Zeit waren die Klingen Drachentöter. Und wir dienten dem Drachenblut, dem größten Drachentöter. Seit 200 Jahren, seit dem letzten Drachenblutkaiser, suchen die Klingen nach einer Aufgabe. Nun, da die Drachen zurückkehren, liegt unsere Aufgabe wieder klar vor uns. Wir müssen sie aufhalten. Absolut gar nichts. Ich war ebenso überrascht wie ihr, diesen großen schwarzen Drachen hier vorzufinden. Wirklich? Wo? Interessant. Derselbe Drachen. Verdammt, wir stochern hier im Dunkeln. Wir müssen herausfinden, wer hinter all dem steckt. Genau. Heute kennt niemand mehr auch nur unseren Namen. Wir waren in ganz Tamriel als die Beschützer der Septimkaiser bekannt. Aber diese Zeiten sind schon lange vorbei. Seit 200 Jahren suchen wir nach dem nächsten Drachenblut, um es zu führen und zu schützen, wie wir es geschworen haben. Aber wir haben niemals eines gefunden. Bis heute. Zuerst müssen wir herausfinden, wer hinter den Drachen steckt. Die Talmoor sind unsere heißeste Spur. Wenn sie nicht selbst dahinter stecken, dann wissen sie zumindest, wer es tut. Die Fraktion, die den Altmeri-Bund beherrscht. Die, die während des großen Krieges vor 30 Jahren beinahe das Kaiserreich zerstört hätten. Es gibt keinen größeren Feind der Menschheit in Tamriel. Das Kaiserreich hat den letzten Krieg kaum überlebt. Die Talmoor haben nicht vor, den nächsten zu verlieren. Nichts Handfestes, noch nicht. Aber mein Gefühl sagt mir, dass es niemand sonst sein kann. Das Kaiserreich hatte Ulfric schon gefasst. Der Krieg war praktisch vorüber. Dann greift ein Drachen an, Ulfric entkommt und schon geht der Krieg wieder los. Und nun greifen die Drachen überall und jeden an. Himmelsrand ist geschwächt. Das Kaiserreich ist geschwächt. Wer außer dem Talmoor hätte sonst etwas davon? Vor dem großen Krieg unterstützten die Klingen das Kaiserreich gegen die Talmoor. Unser Großmeister hielt sie für die größte Bedrohung für Tamriel. Damals stimmte es. Vielleicht stimmt es immer noch. Also bekämpften wir sie im Verborgenen in ganz Tamriel. Wir dachten, mit ihnen hätten wir leichtes Spiel. Wir haben uns geirrt. Wir müssen herausfinden, ob die Talmoor... Das weiß ich noch nicht. Ich habe ein paar Ideen, aber ich brauche Zeit, um alles zu organisieren. Treffen wir uns in Flusswald. Wenn ich bei eurem Eintreffen noch nicht zurück bin, wartet auf mich. Ich brauche sicher nicht lange. Behaltet den Himmel im Auge. Die Dinge können nur noch schlimmer werden.
Jemand muss etwas unternehmen. Ihr hättet nie herkommen sollen. Das Kaiserreich liegt im Chaos. Sie haben die Anbetung von Talos verboten. Das Kaiserreich liegt im Chaos. Sie haben die Anbetung von Talos verboten. Eri ist der Boss. Sprecht mit ihr, wenn ihr Arbeit sucht. Fremde bringen nichts als Ärger. Wenn ihr zu den Männern des Jarl gehört, ihr kriegt euer Holz schon. Entschuldigt. Ich dachte, Skald der Ältere hätte euch geschickt. Wir haben einen Auftrag auszuführen und er ist nicht gerade für seine Geduld bekannt. Hört mal, falls ihr demnächst nach Dämmerstern aufbrecht, könntet ihr dem Jarl dann diese Botschaft überbringen? Sagt ihm Bescheid, dass er sein Holz bekommen wird. Danke. In der Tat, mein Vater hat sie mir hinterlassen. Er starb im großen Krieg gegen die Elfen. Es ist mir egal, was draußen in der Welt geschieht. Rebellion, erwachende Drachen. Ich habe mit der Mühle schon genug Sorgen. Wenn ihr eine Axt besitzt, könnt ihr euch Gold verdienen, indem ihr Holz hackt. Bringt mir so viel, wie ihr nur hacken könnt. Die Mutter der Nacht ist uns allen eine Mutter. Ihrer Stimme folgen wir, ihrem Willen. Würdet ihr es wagen, ungehorsam zu sein? Und dafür bestraft zu werden? Redet nur weiter, kleiner Mann. Dann sehen wir, wer hier bestraft wird. Oh, seid doch still, ihr alter Brombeer. Der Mann hat eine lange Reise hinter sich. Ihr könntet wenigstens höflich bleiben. Herr Cicero, ich für meinen Teil bin erfreut, dass ihr und die Mutter der Nacht eingetroffen seid. Eure Anwesenheit hier läutet eine willkommene Rückkehr zu alten Werten ein. Oh, was für ein gütiger und weiser Zauberer ihr seid. So verdient ihr euch sicherlich die Gunst unserer Dame. Ihr und die Mutter der Nacht seid hier natürlich immer willkommen, Cicero. Und man wird euch den Respekt entgegenbringen, der euch aufgrund eurer Rolle als Bewahrer gebührt. Verstanden, Gemahl? Oh ja, ja, ja! Danke, danke, danke! Aber täuscht euch nicht. Ich bin immer noch das Oberhaupt dieser Zuflucht. Mein Wort ist das Gesetz. Sind wir uns in diesem Punkt einig?
ja, Herrin. Perfekt. Ihr seid der Boss. Ah, da seid ihr ja gut. Meine Unterhaltung mit diesem brummelnden Tölpel war sowieso beendet. Wir haben Geschäftliches zu bereden. In der Tat. Ihr müsst in Markart mit der Assistentin des Trankmischers reden. Ihr findet sie wahrscheinlich in der Hexenheilerei, wenn der Laden geöffnet ist. Das Mädchen hört gar nicht mehr auf zu fluchen. Sie will ihren einstigen Geliebten tot sehen. Anscheinend hat sie das schwarze Sakrament vollzogen. Ihr Name lautet Muiri. Ihr müsst mit ihr reden, den Auftrag vereinbaren und ihn dann vollstrecken. Gibt es niemanden, der den Jäger und seine Beute... Tut einfach, was der Auftrag von euch verlangt. Seid professionell, vertretet uns gut und erledigt eure Arbeit. Da es sich um euren ersten Auftrag handelt, dürft ihr behalten, was immer Muiri euch zahlt. Sie wird bestimmt großzügig sein, sind sie immer. Sagt schon, was all die anderen sagen. Es kann doch unmöglich wahr sein. Oh. Yes.